Guten Tag und damit herzlich willkommen zu ein weiteres Unboxing. Heute ist es soweit. Endlich, ich habe so lange gewartet. Ihr wisst, ich bin ein kleiner Wikinger und ja, Assassin's Creed Valhalla. Hier, die Collector's Edition. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, sehr wahrscheinlich. Sorry, wenn ich gerade rote Bäckchen habe, aber es ist scheiße kalt draußen. Und ich war auf der Arbeit und bin gerade heimgekommen und dachte jetzt, wie kommt das da hierher? Und ja, da muss ich gleich wieder ein bisschen meckern. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt's und ja, bis gleich. Assassin's Creed Valhalla. Geil. Erstmal, wo ich meckern muss. Da muss ich echt ein bisschen meckern. Ubisoft, falls ihr das seht. Mecker. Ich finde das nicht toll. Moment, hier. Ist so ein Karton, ne? Und in den Karton, da war die Box hier. Aber nicht nur die Box, sondern auch das hier. Normalerweise, also bei den ganzen anderen Editionen, waren solche Sachen noch in der Box mit drinne. Fragt mich nicht, warum es dieses Mal so ist. Ich kann es nicht sagen, das finde ich nicht so ganz so toll. Na klar, ich persönlich tue die alle Collectors Editionen, wo es solche Zusatzsachen gibt. Beispielsweise hier ist es ja das Spiel selber und noch so ein kleines Dingsbums, was da dabei war. Immer extra legen, na? Aber naja, ich würde sagen, wir fangen auch mit das der direkt an. Und wir gucken da auch mal direkt rein. So. Hier haben wir jetzt die schöne Steel Edition. Klar, es ist nichts drin. Ist schon logisch, dass hier nichts drin ist. Und hier seht ihr mich. Ich bin hier hinter der Kamera. Ja, schön. Ist halt einfach Steel Edition. Schöne Sache. Hier haben wir dann noch ein kleines Beutelchen. Hier müsste dann so eine kleine Totemfigur drin sein. Normalerweise. Und ja, ich merke gerade, ich treibe Bullshit, aber egal. Ich hoffe mal, der Sound ist in Ordnung. Was haben wir hier? Ein schönes kleines Totem. Oder wie heißt das? Ah, das heißt doch nicht Totem bei den Wikingern. Aha. Hier unten seht ihr einen Kord. Und hier die Figur vom... Ah, wie heißt der? Ich weiß gar nicht mal, wie der Protagonist heißt. So ein Dödel bin ich. Und ich merke gerade... Ach, egal. Wir machen das alles mal, würde ich sagen, mit dem Sound von der Kamera direkt. Normalerweise nehme ich ja immer den Sound vom PC. Aber das muss ich nochmal ummodeln hier, weil ich da mein Mikrofon nicht hinhauen kann. Aber egal. Schöne Figur, die ist halt klar aus Plastik, na, aber ein schönes kleines Goodie, das kann man so schön hinstellen und dann hat sich so ähnlich wie das da. Aber das da ist hier ein bisschen spektakulärer, das da kann nämlich das da. Aber egal, wir kümmern uns jetzt um die Box, das wollt ihr alles sehen. Die Box, das da hauen wir mal alles rüber, das sind die kleinen Goodies, die braucht man noch nicht. Die Box ist da. Moment, geh mal ein bisschen zurück. Alter, ist das angezoomt? Ja, in der Tat war angezoomt. Hier haben wir die geile Box. Wir machen da mal auf. Ihr seht da im Hintergrund wahrscheinlich ein bisschen mein PC. Ich mache ihn vielleicht mal aus. Dann machen wir ihn mal auf. Aha. Jetzt seht ihr oben. Das ist eine schöne Sache. Das mag der Rugenbär sehr gerne. Und zwar Assassin's Creed Valhalla Game Sound. Übrigens, ich habe mich das hier für den PC geholt. Dieses Assassin's Creed. So rum gehört's. Valhalla! Okay, ich bin so gehypt drauf. Das ist wirklich geil. Ich habe mich null gespoilert. Das ist auch noch oben rein. Und ich finde es auch lustig. Nochmal ganz kurz zu der Box allgemein. Ich wusste nicht, dass die kommt. Ich habe übersehen. Ich dachte, es kommt mit DHL, aber dann es kam einfach mit UPS. Und UPS war irgendwie schneller als DHL, was ich noch nie hatte. Aber egal. Ja, ich war unvorbereitet, dass das jetzt schon da ist. Das ist das letzte Mal passiert bei Assassin's Creed Black Flag, dass mal was zu früh gekommen ist. Normalerweise ist es immer pünktlich am Tag gekommen, danach dann immer. Aber mit Assassin's Creed Black Flag und das hier ist zweimal bis jetzt passiert. Tolle Sache, nicht beschweren. Ja, das ist hier echt eine schöne Sache. Ist auch schön designt hier alles. Und ja, sowas finde ich immer toll. Was ist das? Ist das ein Riss? Nein. Staub. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Warum macht man diesen verkackten Karton hier noch ein bisschen größer und dann so ein Fach rein? Verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Bei den anderen Editionen
Ich glaube, bei der letzten sogar haben die es ja auch noch so gemacht. Da hatten die unten so ein Fach und alles, und was man aufbauen konnte und. Die ist wirklich schön, ne? Da hätte man noch was machen können. Vor allem für das Geld, die kostet ja 200 Euro, hat es, glaube ich, gekostet oder so in der Art. Ich habe es ein bisschen billiger bekommen. Ich glaube, 20% habe ich drauf bekommen, weil ich die Ubisoft-Punkte da hatte. Und da war es dementsprechend günstiger natürlich. Und jetzt, mal sehen, ich guck mal kurz. So rum gehört das. So, hier ist vorne, das ist hinten. Vorne. Auch komisch, warum ist das da vorne? Und ich werde nicht ganz schlau aus der Box. Oh, oder? Nee. Ich mache erstmal das hier hinten. Was? Collector's Edition hier. Blub. Was haben wir denn hier denn? Wir gucken erstmal hier. Kleiner Spannungsaufbau. Wir reißen mal hier alles auf. Was haben wir denn hier drin? Das da kommt weg. Collector's Edition. Das scheint nur ein Bild auf einem Karton zu sein. Aber ein schönes Bild. Von meinem Traumschiff. Traumschiff-Surprise. Schöne Sache, okay. Das kommt auch mit zu den kleinen Spielereien. Oh Gott, freue ich mich so drauf. Mal gucken, ob das Spiel überhaupt heute schon frei ist. Das wäre auch geil. Wenn ich es heute schon zocken könnte. Oh, das wäre mega. Das wäre mega geil. Okay, hier haben wir das. Oh, solche Karten finde ich immer richtig gelungen. Das ist wirklich eine sehr tolle Sache. Ich hoffe, dass die auch schön hier fokussieren. Die sind wirklich schön. Also die Karten finde ich geil. Das da finde ich jetzt nicht so dem Burner, ganz ehrlich. Na, ich wusste gar nicht mal, dass das hier dabei ist. Dass Karten wieder dabei sind, weiß ich, aber dass das da dabei ist, wusste ich nicht. Aber vielleicht ist das die Zahlauflage, wie oft die verkauft wurde? 47.590 Mal? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. Oder steht da hinten was? Nö, da hinten steht auch nichts. Aber die Bilder hier, die sind richtig geil. Also solche Sachen mag ich. Die hänge ich mich gerne mal wohin. Hier hinten steht nochmal sowas. Auch nichts weiter Dramatisches. Das tun wir mal hier wieder schön in den Brief. Aber wenigstens das, da sind die treu geblieben. Immer schön ein Brief drin. Warum? Ich verstehe das echt nicht. Warum die das einfach rausverbannt haben? Also, das ist ja wirklich verbannt, ne? Na komm. Blumen, kleine Frau. Gehst du rein? So. Jetzt haben wir das hier. Ach, er will nicht. Dann mir doch scheißegal. Trommelwirbel. Oh, jetzt ist es soweit. Darauf freue ich mich. Da ist sie ja. Moment, die Box ist leer. Und ich habe gar keinen Gamecode. Wahrscheinlich bekomme ich den erst, wenn dann der Release-Tag gekommen ist. Aber hier ist die junge, fresche Dame. Ich habe mich aber, beide Figuren kann man sich kaufen. Also die da gibt es in der Collector's Edition. Und die männliche Version, die habe ich mir nochmal so bestellt. Die sollte dann morgen kommen. Das ist hier auf jeden Fall hammergeil. Dreh das nochmal hier. Das ist eine schöne Figur. Die ist auch recht groß. Ich weiß auch gar nicht, wie groß das jetzt hier ist. Das ist echt eine schöne Sache. Hier machen wir mal auf. Oh Gott, ist das fest. Das ist nochmal natürlich Ubisoft. Ich kenne euch doch, ihr Schlawiner. Aber ich finde es gut, dass... Jetzt fährt da so einer da außen rum und hupt einfach. Ich finde es schön, dass die das trotzdem nochmal hier dicht machen. Ne? Man muss dann aufpassen, nicht, dass man hier ein Plastik schneidet. Aber manchmal sind die ein bisschen zu vorsichtig und manchmal zu schluderig. Das ist immer so halb. Ja, so soll man schneiden, so in den Finger. Finger ab. Auch vorsichtig. Und tschakka. Schön. Wahrscheinlich kriege ich den Code wirklich erst am Release-Tag, weil ich bin ja ein Normalverbraucher, wie ihr alle auch. Aber das ist schön, dass das da hier schon da ist. Das ist eine geile Sache. Muss mal gucken, mein Code war nicht dabei. Ein Code habe ich nirgends gesehen. Nee. Ein Code war nicht dabei. Ich tue mal das da weg. Oh, die Soundtracks haben wir uns ja gar nicht angeguckt. XXXXXXX. Toll. Danke, Ubisoft, für diese Information. Klar, ist ein Wikinger, na, aber... XXXXX, egal, Ubisoft, danke sehr. Ah, oh, die schöne Figur hier. Wir fangen erstmal klein an mit der Krähe. Die ist wirklich schön gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so seht, aber die ist schon wirklich
sehr hochwertig verarbeitet. Klar, Plastik natürlich, ne? Aber gegossen aus einem Stück. Die ist wirklich massiv. Ein was Schönes. Dann die schöne Axt. Ah, die ist aus Hartplastik. Da muss man aufpassen. Kann, denke ich mal, leicht brechen. Aber ich zoome hier mal ran. Die ist wirklich auch schön verarbeitet. Vor allem mit den ganzen Mustern hier drauf. Ist wirklich schön verarbeitet. Auch hier oben. Eine tolle Sache, ganz ehrlich. So lässt sich gut gehen. Und jetzt kommt natürlich das Beste. Oder die Beste. Oh, die hat ein gutes Gewicht. Die hat ein gutes Gewicht. Wow. Also die Figur, die ist wirklich, die ist geil. So ist das geil. Das ist echt, Alter, die ist ja mega. Die Figur, die ist ja echt mega hier. Die ist ultra detailliert. Das ist wirklich eine geile Sache hier. Wow, also die ist wirklich schick. Das Schiff hier ist ganz dünn gebaut hier nur. Also dünnes Plastik, hier sieht man das Zeug da, made in China. Richtig gut Qualität aus China. Warum rede ich mit einem indischen Akzent? Keine Ahnung. Ist wirklich eine geile Sache. Also die Figur ist echt mega. Also die gefällt mir. Also ich bin ein bisschen baff. Ganz ehrlich. Die ist echt mega gut. Vor allem da auch mit ihren Tattoo hier an der Seite. Und da hinten noch eine Narbe. Das sieht man hier ultra gut hier. Die ist echt. Die ist echt geil, würde ich mal sagen. Huch. Sorry, wenn hier alles etwas dingsig wirkt, aber ich bin noch beim Einrichten. Tut mir leid. Aber das ist ja geil. Und jetzt, wie gehört die? Das müsste ich mal wissen hier. Normalerweise gehört das Räbchen, gehört das Räbchen so rum oder so rum? Gute Frage. Ah, es ist da oben was eingekerbt. Also kann man nichts falsch machen. Ihr seht, hier oben, hier, es ist ein bisschen so eingekerbt. Ne? Und hier ist es auch dementsprechend gekerbt. Ich hoffe, das sieht man ja einigermaßen. Da kann man nichts falsch machen. Natürlich, wenn ihr es mit Gewalt reinpresst, ist es immer kacke, ne? Aber da kann man nichts falsch machen. So, Nummer Uno ist fest. Ich muss noch mal ein bisschen höher hier, dass man die in der wahren Pracht sieht. Und jetzt kommt hier natürlich noch die schöne Axt rein. Das finde ich immer ein bisschen eklig, ne? Weil ich habe da mal grobe Fingerchen. Und ich will natürlich nicht, aua, selber in die Hand gespießt, dass da was Blödes passiert, aber die ist doch mega, oder nicht? Oha, also die ist doch echt, das ist echt eine geile Figur, ganz ehrlich. Ich bin impressed, das ist wirklich, vor allem wie, die ist halt echt dermaßen gut detailliert. Das ist wirklich geil, wirklich geil. Oha, ich freue mich schon auf jeden Fall auch noch auf die andere Figur. Also die Figur, die hat auch eigentlich eine gute Größe mit dem Rahmen. Also das oberste Drum ist natürlich hier oben mit 30,5 cm die Axt, ne? Aber bis zum Rahmen, also die hat schon eine gute Größe. Und die ist halt wirklich auch gut verarbeitet, weil das da hier ist wirklich fest gegossen. Und ich bin halt echt so baff, weil die ist halt echt so geil detailliert. Die ist wirklich richtig geil detailliert. Also ganz ehrlich, die Qualität von der Figuren, die verbessert sich echt jährlich. Das muss ich echt sagen. Ich habe jetzt hier beispielsweise jetzt mal die Figur hier, ne? Und ihr seht schon vom Gesichtsausdruck, er ist halt ein bisschen, na, nicht so echt. Und naja, ist es auch nicht so schlimm. Auch meine, insgesamt meine Lieblingsfigur und wird auch immer meine Lieblingsfigur bleiben von Assassin's Creed Black Flag. Richtig geil, habe ich auch am Anfang erwähnt. Das war auch so eine Ausnahme, wo das einfach mal früher kam. Die hier, also von der Größe her, ist die nur ein bisschen größer wegen dem Mast und so. Aber ansonsten, na, nimmt sich da nichts. Nur nochmal als Referenz, ne? Und das ist halt echt, das ist echt geil. Das ist geil. Das ist geil. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wohin.
Wohin könnte ich dich stellen? Es wird etwas schwer, dich noch hier irgendwo hinzustellen. Es ist ein bisschen voll. Das Ding ist natürlich, sie kriegt ja noch einen Kumpel hier, ne? Und die hat alles voll. Das muss ich nochmal gucken, wie ich das am besten hier manage. Aber nur, dass ihr mal ein Ausmaß seht. Weil ihr sagt, eine kleine Figur kann man ja bestimmt hinstellen. Nee, kann ich nicht hinstellen, ihr habt alles voll. Ihr habt alles voll, aber auf die Figuren gehe ich jetzt mal nicht ein. Das sind von allen Collectors Editions eigentlich die Figuren. Bis auf eine, glaube ich, bis auf eine. Müsste ich alle haben. Aber das sind nicht alle jetzt hier Collectors Edition, also das nur mal am Rand erwähnt. Und ja. Also abschließend muss ich sagen, ich bin echt von der Figur wirklich überzeugt. Die ist wirklich hammer geil. Die ist wirklich sehr detailliert. Ich muss echt noch schauen, wo ich die hinstellen kann. Und ja, die ist halt echt mega. Vor allem, ich suche immer noch mal ran. Das ist halt echt geil mit den Raben da oben, mit der Axt und allem Möglichen. Das ist echt geil. Ich freue mich auch mega schon aufs Spiel, ganz ehrlich. Also, zum Abschluss würde ich sagen, ich kann die Edition auf jeden Fall empfehlen. Die ist mega. Wenn ihr noch irgendwie rankommt und ihr seid ein Assassin's Creed Fan, dann gönnt euch. Gönnt euch. Sage ich da ganz ehrlich. Und das meine ich jetzt nicht von großer YouTuber und das meine ich jetzt von Gamer zu Gamer. Wenn ihr auf solche Sachen steht und ihr seid echt ein großer Fan davon, gönnt euch diese Figur, die ist echt geil. Und ja, die anderen Sachen hier, wo dabei sind, beispielsweise auch die Steelbox ohne Inhalt. Ja, ist logisch, ne? Und dieses kleine Ding hier, Herrgott, ja. Bei dem kann man merken, der auch aus Plastik und auf Ding hat es wie Holz ausgesehen. Na, Plastik ist aber halt billiger. Hier könnte man vielleicht meckern ein bisschen. Na, die anderen Sachen, die Soundtracks sind schön. Aber, also haben wir noch nicht angehört, aber schön, dass was Festes dabei ist. Das gibt es auch ja nicht mehr so häufig. Aber die sind doof, finde ich halt echt. XXXXXXXXX. Moment, seht ihr das? Ich glaube, das spiegelt ein bisschen mit XXXX. Ich weiß genau, welcher Lieblingstrack mein Lieblingstrack ist. Das ist XXXXXXXX. Das ist mein Lieblingstrack. Ja, das ist mein Lieblingstrack. Also das finde ich ein bisschen fraglich, warum so, na? Warum man nicht einfach den Titel drauf geschrieben hat. Dann die Karten hier sind auch richtig mega geil. Dann das da hier. Fragt mich nicht, was das ist. Also aus das bin ich noch nicht schlau. Vielleicht ist es echt hier die Version, also die 47590. Das ist hier Ding ist, kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht steht auf anderen was anderes, wenn es genau sein. Aber so muss ich sagen, kann ich nur an eine Sache meckern. Warum? Warum? Vor allem, hier habe ich noch irgendwo ein Samtbeutelchen gehabt. Da kann man dieses kleine Ding da hier reinhauen. Ja? Aber ich verstehe nicht, warum habt ihr das, Ubisoft, warum habt ihr das nicht noch in den Karton reingebaut? Warum? In jeder Edition ging das. Jetzt auf einmal nicht mehr? Kein Geld für 2 cm Ding? Hä? Das ist das Einzige, wo ich meckern kann. Ich tue es eh raus und woanders hin, na, aber so ist es halt blöd, dass das halt, ne? Finde ich jetzt nicht so ganz so geil, aber abschließend muss ich echt sagen, hammergeile Figur. Wenn ihr Fan der Reihe seid und wirklich auch Figuren sammelt, so wie ich, ich kann es absolut empfehlen. Die Figur ist echt makellos, affengeil, muss ich sagen. Vor allem, ich mag das, wenn ich überall ein bisschen gucken kann und alles. Und da, Alter, die ist halt echt mega. Vor allem der Blick ist halt wirklich zerstörerisch. Den habt ihr ja vorhin gesehen, den Blick. Von der Dame hier. Ich weiß jetzt auch leider nicht, wie die heißt. Sorry, ich weiß auch nicht, wie der Kerl heißt. Keine Ahnung, wie die Protagonisten heißen. Ich habe mich null gespoilert, weil, wenn ich mich nicht spoilern lasse und weiß, dass es Assassin's Creed ist, ist es besser. Dann bin ich mehr überrascht. Und ja, das ist echt eine mega geile Geschichte hier. Vor allem, ich habe da jetzt auch schon wieder ein neues Detail entdeckt. Da bei der Wange hatte ich so eine richtig kleine Narbe. Ja, das ist echt mega, die Figur. Die ist echt sehr detailliert. Und ja, ich muss sagen, ich kann die absolut empfehlen. Ganz ehrlich, ich kann das absolut empfehlen hier. Und wenn ihr noch irgendwie rankommt, gönnt sie euch. Und ja, bis dahin würde ich dann auch mal sagen, war es das dann auch soweit von diesem schönen Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Spaß haben und die Sachen nochmal durchgucken und die Musik ein bisschen anhören und ja, gucken, ob ich vielleicht schon einen Code habe, aber das glaube ich eher nicht.
Aber naja. Und ja, ich würde dann auch mal sagen, bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Für Valhalla!